Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Sabrina, euer Gesundheitscoach. Ich habe euch heute wieder eine Übung der Woche mitgebracht, und zwar mit der Faszienrolle. Denn mittlerweile kennt sie fast jeder, aber viele wissen gar nicht, was man damit alles machen kann. Denn man kann wirklich sehr kreativ sein und sie in viele verschiedene Übungen mit einbauen. Die erste, die ich euch heute zeigen möchte, sind die Kniebeugen. Und zwar ist das als Rolle dann ein guter Abstandsmesser, wenn ihr es einfach hinter euch stellt. Und dann immer versucht, wenn ihr tief runter geht, mit dem Po bis zur Rolle runter zu kommen und wieder hoch. So geht ihr auch automatisch mit dem Po erstmal nach hinten und dann runter, weil ansonsten würdet ihr ja gar nicht bis zur Rolle runterkommen. Das heißt, da könnt ihr euch auch ein bisschen Unterstützung holen, dass ihr wirklich im richtigen Winkel runter geht und dann auch wieder hochkommt. Wie ich euch schon mal gesagt habe, die Übung machen wir, indem wir die Füße aber ein bisschen weiter auseinanderstellen als hüftbreit und die Füße leicht nach außen drehen. Wenn ihr dann dabei den Rücken noch gerade lasst und ein Lächeln im Gesicht habt, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und die Übung sorgt für einen super Po und für schöne Oberschenkel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit